Titelverteidiger Frankreich hat nur mühevoll gegen Brasilien, nächster Gegner des DHB-Teams, gewonnen. Nach einer schwachen Anfangsphase besiegte der sechsmalige Weltmeister die Südamerikaner mit 24:22, 16:13. In Abwesenheit des verletzten Superstars Nikola Karabatic waren die KMEM und Michael Gigou mit jeweils 6 Toren beste Werfer der Franzosen. Nach einer 19:13 Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs musste der Favorit beim 20:20:48. sogar den Ausgleich hinnehmen. Am Ende konnte sich Frankreich auf Torhüter Vincent Gérard verlassen. Spanien setzte sich gegen Außenseiter Bahrain in der Gruppe B in München erwartungsgemäß mit 33:23, 16:11 durch. Kroatien gewinnt dank starker Schlussphase Medaillenanwärter. Kroatien hat seinen ersten Härtetest bei der Handball-WM mit etwas Mühe bestanden. Der Ex-Weltmeister besiegte Island nach einer starken Schlussphase mit 31:27, 16:14. In der Hauptrunde könnte der zweimalige Olympiasieger unter anderem auf Co-Gastgeber Deutschland treffen. Bester Werfer der vom Kieler Domagoj Stufenjak angeführten Kroaten vor 12.000 Zuschauern in der Olympiahalle war Luka Stepančić mit 8 Toren. Für den EM-1-3. Island erzielte der Ex-Kieler Aaron Palmason vor den Augen von Bayern-Trainer Niko Kovac 7 Treffer. Weltmeister Norwegen kam in der Gruppe C im Endspielort Herning zu einem 34:24, 18:13 Erfolg gegen Tunesien. Vize-Europameister Schweden besiegte in der Gruppe D Ägypten in Kopenhagen mit 27:24, 13:11. Das Spox-Dream-Team der Handball-WM, zwei Deutsche sind dabei, die Handball-WM beginnt, und Spox hat sein Dream-Team aus allen Teilnehmern zusammengestellt. Jede Position ist dabei mit 2 Spielern besetzt. Los geht's! Tor, Niklas Landin, Dänemark. Tor, Andreas Wolf, Deutschland. Linksaußen, Uwe Gensheimer, Deutschland. Linksaußen, Manuel Strick, Kroatien. RÜCKRAUM links, Mikkel Hansen, Dänemark. RÜCKRAUM links, Domagoj Stufenjak, Kroatien. RÜCKRAUM Mitte, Sander Sargosen, Norwegen. RÜCKRAUM Mitte, Aaron Palmason, Island. RÜCKRAUM rechts, Kiri Lazarov, Mazedonien. RÜCKRAUM rechts, die KMEM, Frankreich. Rechtsaußen, Luc Abalo, Frankreich. Rechtsaußen, Slatko Horvat, Kroatien. Kreis, Julen Aginagalde, Spanien. Kreis, BJ Atemeyer-Hohl, Norwegen. Angola mit großer Überraschung, Katar unter Druck. Angola gelang eine kleine Sensation. Die Afrikaner bezwangen den ehemaligen Vize-Weltmeister Katar in Kopenhagen völlig überraschend durch ein Tor in letzter Sekunde mit 24:23, 12:8 und feierte bei seiner 4. WM-Teilnahme den erst 2. Vorrundensieg. Angolas Matchwinner war Rome Hebo mit 7 Toren. Vor 2 Jahren bei der WM in Frankreich belegte der Dritte der Afrikameisterschaft nach 7 Niederlagen in 7 Spielen noch den letzten Platz. Den zuvor einzigen WM-Vorrundensieg gab es vor 14 Jahren gegen Kanada. Katar steht nach 2 Gegentoren in der dramatischen Schlussphase bereits gehörig unter Druck. Bei den Weltmeisterschaften 2015, Viertelfinale und 2017, Achtelfinale, hatte der Asienmeister den Medaillentraum der Auswahl des Deutschen Handballbundes DHB beendet. Im 2. Spiel der Gruppe D kam Ungarn gegen Argentinien überraschend nicht über ein 25:25, 13:10 hinaus. Büffel und Zerstörer, diese Spieler sollen das Wintermärchen schreiben. Die Handball-WM im eigenen Land steht vor der Tür und soll zum Wintermärchen werden. Spox stellt die von Bundestrainer Christian Prokop nominierten Spieler vor und welche Rolle sie in der DHB-Auswahl spielen.
Tor Andreas Wolf, THW Kiel, der EM-Held von 2016, hat im Club mit Landon knallharte Konkurrenz und kommt deshalb immer wieder nicht so zum Zug, wie er sich das vorstellt. Gehört dennoch zu den Besten und kann jederzeit über sich hinauswachsen. Tor Silvio Heinevetter, Füchse Berlin, ist für Prokop erstmal die Nummer 2 im Kasten. Heine glänzt seit einigen Wochen mit toller Form und ist damit die perfekte Ergänzung zu Wolf. Auch er ist stets in der Lage, die Bude komplett zu vernageln. Linksaußen Uwe Gensheimer, PSG, der Kapitän, hat nach der schwachen EM etwas gut zu machen. Und man merkt, dass er genau das tun will. Auf seiner Position gibt es weltweit keinen besseren Spieler. Er ist zudem der erste 7-Meter-Schütze des DHB. Linksaußen Matthias Musche, SC Magdeburg, wird vom Bundestrainer für seine Emotionalität und Führungsqualitäten geschätzt. Musche ist schnell und treffsicher. Ist mit 162 Buden derzeit der beste Torschütze der HBL. RÜCKRAUM links, Finn Lemke, MT Melsungen, ist Abwehrchef, Zerstörer und emotionaler Leader auf dem Feld. Beim EM-Triumph 2016 einer der wichtigsten Akteure. Lemke wurde in Kroatien zunächst nicht nominiert, weshalb Prokop massiv in die Kritik geriet. RÜCKRAUM links, Fabian Böhm, TSV Hannover-Burgdorf, ist charakterlich ein unglaublich guter Typ, der bei den Recken starke Leistungen zeigt. Es gibt aber Zweifel, ob Böhm auch gegen absolute Top-Nationen seine Stärken ausspielen kann. RÜCKRAUM links, Steffen Veth, Rhein-Neckar-Löwen, vom Potenzial her der wohl beste deutsche Rückraumspieler. Geniale Pässe, wuchtige Abschlüsse, Veth hat die ganze Palette drauf. Braucht das Vertrauen des Trainers, was er im Club zuletzt nicht hatte. RÜCKRAUM Mitte, Martin Strobel, HBW Balingen-Weilstetten, klassischer Spielermacher, der aktuell in der 2. Liga aktiv ist. Hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau und strahlt selbst in Stresssituationen Ruhe aus. Soll Struktur ins deutsche Spiel bringen. RÜCKRAUM Mitte, Fabian Wiede, Füchse Berlin, wird abwechselnd mit Strobel den Spielaufbau übernehmen, kann aber auch im rechten Rückraum eingesetzt werden. Der Linkshänder ist kreativ und kann sich selbst und seine Mitspieler in Szene setzen. RÜCKRAUM Mitte, Paul Drucks, Füchse Berlin, hat unfassbares Talent und ist nur deshalb noch kein Superstar, weil er sich immer wieder mit Verletzungen herumplagen muss. Ist im Rückraum fast schon eine Allzweckwaffe mit starkem Zug zum Tor. RÜCKRAUM rechts, Steffen Weinhold, THW Kiel, kann absolute Weltklasse verkörpern und auf eigene Faust Angriffe kreieren. Ist ein ruhiger Typ, auf dessen Meinung das Team aber genau hört. Spielt immer mit vollem Einsatz und ohne Rücksicht auf Verluste. RÜCKRAUM rechts, Franz Semper, SCD HFK Leipzig, der 21-jährige Jungspund, hat sich mit starken Leistungen in der HBL seine erstmalige Nominierung für ein großes Turnier erarbeitet. Wird wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, soll eher lernen. Rechtsaußen, Patrick Grötzki, Rhein-Neckar-Löwen, als einziger Rechtsaußen im Kader wird er sehr viel Spielzeit erhalten. Grötzki ist ein verlässlicher Spieler, der pfeilschnell ist und somit vor allem im Tempo-Gegenstoß seine Stärken hat. Kreis Patrick Wienschek, THW Kiel, wird im Mittelblock eine wichtige Rolle spielen. Wienschek ist in Kiel absoluter Leistungsträger, der erbarmungslos zupacken kann. Der gebürtige Duisburger ist außerdem im Angriff eine wichtige Option. Kreis, Hendrik Pekeler, THW Kiel, neben Lemke und Wienschek der dritte Spieler, der im Mittelblock für Stabilität in der deutschen Abwehr sorgen muss. Wird bei der WM im Angriff wahrscheinlich nicht so häufig zu sehen sein.
Kreis, Jannik Kohlbacher, Rhein-Neckar Löwen, hat sich unglaublich positiv entwickelt und ist mittlerweile ein Büffel, der von fast keiner Abwehr aufzuhalten ist. Kohli ist aller Voraussicht nach im Angriff Deutschlands Option Nummer 1 Uhr nachts Kreis. Sigurdsson verliert mit Japan. Ex-Bundestrainer Sigurdsson musste derweil mit Japan beim 29:38, 13:18 gegen Mazedonien in München trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung eine Auftaktpleite hinnehmen. Wir waren mutig und haben Spaß gehabt. Wir hatten aber nicht die Größe und den Körper. Phasenweise haben wir es gut gemacht, sagte der Isländer, der die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte. Bester Werfer beim Sieger vor 7500 Zuschauern war der 38-jährige Kirill Lazarov mit 8 Toren. Die flinken Asiaten überzeugten im ersten Spiel der Gruppe B mit einigen gelungenen Offensivaktionen, die körperlichen Nachteile konnte der Olympiagastgeber von 2020 aber nicht kompensieren. Es war so zu erwarten, das wird auch in den nächsten Spielen so sein, sagte Sigurdsson. In der deutschen Gruppe A musste sich Russland mit einem 30:30, 16:16 gegen Serbien begnügen. Linksaußen Timo Dibiro rettete den Russen mit 12 Toren bei 13 Versuchen zumindest einen Punkt. In der Gruppe C besiegte Österreich im dänischen Endspielort Herrensau die Arabien mit 29:22, 15:9.